Ich bin gerade Backstage bei GMC2 und wie ihr seht, geht's heiß her. Auch wenn mein Kampf leider abgesagt wurde, habe ich mich bereit erklärt, ein paar Jungs zu helfen hier, unter anderem dem guten Igor aus Stuttgart. Alan Oma war verhindert und da springen wir ein und später helfen wir noch Benjamin ein bisschen aus, gegen den Ulaj Aslan zu kämpfen. Ein guter ungarischer Fighter, der ab und zu bei uns trainiert. Und ja, alles für den Sport. Mein Trainer Tarek wärmt gerade den Igor auf. Wir sind hier im Trainingscamp in Amersfoort, Holland, bei Alistair Overeem. Und ich dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie Kämpfer hausen. Wir haben also ein paar gute Jungs aus Göteborg hier, die auch mit Alistair trainieren. Und nebenan sind noch ein paar Leute, aber ich zeige euch mal nur mein Zimmer. Hier ist Joachim. Da hinten hängt Janosch. Bruno und Alan, mein Schwarzgurte. Und mein Homie Tarek. We're watching WWE. Und wir gucken gerade. Techniques for tomorrow. Wir gucken uns gerade ein paar Techniken ab bei den Jungs von der WWE. Ja, wir trainieren zusammen, schlafen hier zu sechst in einem kleinen Zimmer. Hat schon ein gewisses Flair. Ja, für alle, die sich fragen, wie ist es so für Kämpfer, wenn sie nicht im Ring stehen, und für alle, die denken, ah, das ist alles nur Glamour. Nein. Aber wir haben trotzdem Spaß. Also bleibt dran. Das ist großartiges Essen hier. Muss ich irgendwann mal probieren. Alistair kommt auch regelmäßig hin, fast täglich, um sich zu versorgen mit Essen. Super coole Speisen. Indonesisches Essen, seitdem ich hier bin, esse ich nichts anderes. The best food in Holland. Ja. Ursäkta, Mané. Hey, alle mir. Ursäkta, Mané. Du bist ein Bock. More here. Yeah? Okay. But you know what the thing is? You can do it 12%. I like it. You know? You can lift your head or you know, yeah, you can use your hand. But when I do it like there, yeah, you have no power. Yeah, I press too much your shoulder. Okay. Yeah, guys, you have to sit. It's much better. It's my triceps. Yeah. And my it's more tight, you know. It's really good. It's pressure. The guy here, he needs to put both hands on the floor and sit. Yeah. And sometimes, back. Okay. Sometimes, you know that one? Look, your head is okay. Under. Yeah. I do it the same. Yeah, shit, good. Oh, good. Gerade vom Training gekommen und die Jungs kriegen nicht genug. Huh? Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Put my head under and you try come for that side, okay? Try, yeah, exactly like this. Yeah. And I know that what I do. I just
press your hand down, put there, and it's straight. Okay, when he comes off? Some, it's like... Ich bin hier in Amersfoort, wir haben gerade unser letztes Training hinter uns gebracht, waren heute ziemlich viele Leute da. Tarek räumt gerade seinen Kram zusammen. Ein paar andere Leute machen noch etwas komische Übungen. Nichts für Heavyweights. Hier sind die ganzen Jungs aus Göteborg, sitzen wie die Hühnchen auf der Stange. Alles da ist am Quatschen. Ist ausgerutscht. Ich hab nur gedacht, er wäre stumpf. Er kann ja wählen. Vorbei. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Komm mal hier, Schatz. Komm mal. Bleib dran, wow, wow. Auf bald. Und boom, chico, wow, wow.